Servus, grüß euch. Da ist der Stefan von die Schilösia Eishackler. Nach 2 Jahren Pause dürfen wir endlich wieder unser traditionelles Pfingstfest machen. Leider nicht mehr am Waldfestplatz, denn durch Umbauten können wir unser Zelt auf dem Platz nicht mehr aufstellen. Jetzt haben wir aber dank der Schilösia Gemeinde an der Seewiesen die Zusage gekriegt, dass wir unser Zelt aufstellen, direkt in Schliersee neben der Vitalwelt, wo das Seefest da ist. Unser Hauptaugenmerk liegt heuer auf sehr groß diskutierte Themen wie Nachhaltigkeit und Regionalität. Wir servieren euch unsere Grillspezialitäten, Händel, alles auf einem schönen Porzellanteller mit einem anständigen Besteck dazu. Das Zelt kommt wie immer vom Kirner Manfred aus Bad Feinbach und ausschenken tun wir das gute, süffige Flötzinger Bräu aus Rosenheim. Auch alles, was wir euch zum Essen anbieten, kommt aus dem Landkreis, zum Beispiel von der Metzgerei Holmburger aus Mirschbach. Bäckerei ist der Gritscherjacke aus Neuhaus. Das Gemüse kommt vom Obstwast aus Schliersee und der Käse vom Moser aus Mirschbach. Ja, selbstverständlich gibt es auch wieder unsere Häcklerbar. Ist an den Wochenenden am Sonntag und am Montag schon ab 12 Uhr Mittag geöffnet. Haben wir auch Aperol Spritz, Weinschorle und ein Lillet gibt es schon ab Mittag. Öffnungszeiten von der Bar haben wir bis 1 Uhr ist die Gestattung. Heißt, um 1 Uhr wird das letzte Getränk ausgeschenkt und um 2 Uhr sind alle aus dem Zelt draußen. Denn wir wollen die Sperrzeiten strikt einhalten und wollen auch, dass unsere Nachbarn Ruhe haben irgendwann einmal. Denn wir wollen die nächsten Jahre das Fest wieder an dem Platz machen. Durch die gute Lage von unserem Festzelt direkt am Bahnhof in der Ortsmitte von Schliersee haben wir natürlich genügend Parkplätze und natürlich bietet es an, dass man mit dem Zug einfährt, ist gut für den Führerschein. Am Freitag, 3.6. geht es auf die Nacht um 6:30 los. Auftakt mit der Schliersee Blasmusik. Ich freue mich, wenn es alle kommt.